Freunde, wisst ihr, wenn man sich ein 30 Jahre altes Motorrad kauft und das Gefühl hat, damit alles machen zu können, dreimal um die Welt zu fahren, ohne je ein Problem zu haben, dann ist das Gefühl so wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Und genau das musste ich leider auch feststellen. Und das leider schon bei der zweiten Ausfahrt on Stream. Ihr habt richtig gehört, Glubschi hat mich im Stich gelassen. Aber fangen wir mal von vorne an. Hallo und herzlich willkommen. Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Streamerino. Wie geht es euch? Hallo, da ist Glubschi, die wunderschöne Wunderschönheit. Heute war ich eigentlich auf dem Weg nach Berlin. Zu einem Motorradladen, um etwas für Glubschi zu kaufen. Und selbstverständlich, wie ihr das richtig wisst, ist das Wichtigste, was man mit einem 30 Jahre alten Motorrad als erstes verpassen sollte, genau, eine Handyhalterung. Und deshalb wollte ich nach Berlin fahren. Herzlich willkommen beim Luis. Aber nicht irgendeine, sondern eine, wo du das Handy so einspannen kannst und ich da halt die ganze Zeit meinen Livestream beobachten kann. Also die Daten, die rausgesendet werden, nicht den Chat. Den habe ich nämlich auf den Ohren. Nelly unterstrich Sales, yes. Oh nee, Mann, Sales, wir hören den Chat. Markus unterstrich Timo Sales, wir hören das jetzt auch. Okay. Die Fahrt fing auch richtig gut an. Wetter war top, Glubschi lief ruhig und stabil und ich war voller Vorfreude auf den ersten, ja, echten Ausflug mit ihr. Ja, ich finde vor allem, ja, auch optisch, wie du gerade sagst, sieht voll wild aus. Die sieht so geil aus, dafür, dass die fast 30 Jahre alt ist. Das ist Hammer. Also ich feiere die komplett und ja, mal gucken, wo das alles noch hinführt. Und dann endlich bei dem Motorradladen meines Vertrauens angekommen. Die erste Überraschung, diese Handyhalterung, war dämlich überteuert. Viel teurer, als ich sie im Internet vorher gesehen hatte. Okay, ich habe gerade gesehen, dass die bei Polo im Angebot sind. Kickt natürlich der Schnäppchenjäger in mir. Da kann ich hier nicht so viel Geld für ausgeben. Also habe ich nicht lange geschnackt, bin eine Straße weiter zum nächsten Motorradladen gefahren und siehe da, sie war 10, 15 Euro günstiger. Und dann habe ich das Ding auch instant auf dem Parkplatz eingebaut. Und ja, die Halterung hat induktives Laden, das ist ziemlich geil. Ja, geil. Jetzt noch den Winkel ein bisschen anpassen. Nach dem Einkaufen ging es für mich erstmal Richtung Spandau, wo ich über einen Flohmarkt/Jahrmarkt geschlendert bin und da auch direkt die erste interessante Unterhaltung mit einem älteren Herrn hatte, die aber langsam etwas, naja, abgedriftet ist. Was meinen Sie? Die Handyhalterung, kommt die auf den Lenker rauf? Die kommt auf den Lenker rauf, ja. Achso, meinen Sie jetzt das ganze Ding hier? Ja, ja. Nee, nee, quasi nur. Aber das ist eine Helmkamera, damit kannst du. Das ist eine Helmkamera, genau. Und Helmkamera ist eine geile Sache. Ich kenne jemanden, der hat eine Enduro gehabt, der hat sich Gebirge mit dem Ding. Ja. Die macht geile Aufnahmen. Ja, das ist richtig cool. So was geil wäre, wenn du durch die Wüste von Paris zu einer Rallye Dakar oder sowas. Und dann ja. Ist eine Helmkamera. Es gibt Leute, die haben sowas dabei, die Rennteilnehmer. Ja. Die haben sowas dabei. Okay. Ja, das gehört dazu, ne? So, kennen Sie sich aus mit Rallye Dakar und so weiter? Wissen nur, dass sie jedes Jahr stattfindet und dass es regelmäßig einen Toten gibt, oder so, das weiß ich. Ja, das hat, ist bei jedem Motorsport so ein bisschen der Fall, ne? Ja, die heizt ziemlich rum mit die Dinger da und manchmal geht es daneben. Ja. Ja. Du darfst nicht über deine Maschine und dich selbst nicht überschätzen. Aber mit dem Crosskern, das ist ziemlich, ja, du musst viel weiser Mann, Chat, hört auf ihn. Hier mit dem Motorrad zu fahren, ist immer so eine Sache. Was fährst du für eine Karre? Jetzt gerade habe ich hier die Afrika Twin, eine alte von 1997 und dann fahre ich noch eine Yamaha MT-09. Also, du hast einen Reiskocher, du fährst einen Reiskocher. Was meinen Sie mit Reiskocher? Japaner. Wegen Honda, oder Japaner was? Sind Reiskocher. Hast du noch nie gehört? Nee, sowas. BMW sind ist eine Gummikuh, weil da so viel Gummi dran ist. Eine Gummikuh, okay. Guti, hat mich gefreut. Danke fürs Gespräch und ich wünsche alles Gute, ja? Auf bald. Immer, natürlich. Versprochen. Danke. Tschüss. Oh Mann. Ja, ja. Reiskocher. Das war keine rassistisch. Mag ich nicht. Freunde, es ist mal wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung, denn ich möchte euch heute ein paar Erfahrungswerte aus der Community über meinen Partner Holy erzählen. Denn wie ihr wisst, bin ich jetzt fast ein Jahr mit Holy verpartnert. Das klingt immer dämlich, wenn man das so sagt, aber seitdem ich Holy trinke, bin ich wirklich weg von diesen ganzen zuckerhaltigen Energies und so weiter. Und ja, ich war da, das habe ich auch sehr enjoyed. Vor allem, als ich noch bei Instinct fest angestellt war, da hatten wir das Zeug nämlich en masse immer in den Kühlschränken gelagert. Aber wie schon oft erwähnt, Holy ist die perfekte zuckerfreie Alternative, die nicht nur mich, sondern auch viele da draußen aus der Community überzeugt hat. Wie nämlich zum Beispiel TC Chaos schreibt. Er schreibt, ich bin durch Papfi zu Holy gekommen. Ich muss zugeben, dass ich anfangs recht skeptisch war und es etwas Überzeugungsarbeit gebraucht hat, bis ich mir das Starterpack Deluxe gekauft habe. Da ich auch viel in der Nacht arbeite, war entsprechende Energie nötig, welche ich mir davor durch normale Energy Drinks geholt habe. Durch diese hatte ich zwar diesen schnellen Wachpunkt, welcher aber auch genauso schnell wieder verschwand. Die Energievarianten von Holy sind da für mich deutlich besser. Es braucht zwar etwas länger, bis es wirkt, macht aber genauso wach und hält auch länger, sodass ich besser durch die Nacht komme. Fazit: Holy Energy schmeckt gut und ist aus meiner Sicht zu empfehlen. Dankeschön, TC.
Sehr schön gesagt. Sehr schön. Sehr schöne Geschichte. Wahnsinn. Das war klasse. Und das sagen übrigens viele andere aus der Community. Also checkt sehr gerne den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Mit meinem Code PAPFI5 könnt ihr 5 Euro auf eure erste Bestellung sparen. Solltet ihr schon bestellt haben, mit dem Code PAPFI nochmals 10%. Und große Empfehlung, checkt die Starter-Sets ab. Vor allem das Starter-Set Deluxe ist perfekt, um euch einfach mal überall durchzuprobieren. Und ich bin sehr gespannt, was ihr von Holy haltet. Viel Spaß mit dem weiteren Video. Und eigentlich wollten wir uns danach ein Tretboot mieten, aber nach einer interessanten Unterhaltung mit Olaf, war das Thema dann schnell wieder Geschichte. Aber seht selbst. Wisst ihr, wer auch dabei ist, Chat? Der Olaf. Der Olaf ist auch dabei. Hey Freunde, gib mir noch mal eine schöne Fünferbombe. Was hast du gesagt? Eine Fünferbombe. Ey, die Leute denken, glaube ich, auch, ich bin komplett gestört. Also ging's weiter, bis die Probleme begannen. Während ich am Fahren war, merkte ich plötzlich, dass was mit Glubschi nicht stimmt. Die Gasannahme war super schlecht und sie hat an der Ampel schon so ein bisschen gestottert. Huch. Digga, gerade das Moped fast abgewürgt. Mein erster Gedanke war sofort, sie hat nicht genug Saft, weil das passiert bei Motorrädern, wenn die nicht genug Saft haben, dass sie dann halt spucken. Also mit genug Saft meine ich die Batterie. Ja, da ist safe was mit der Batterie. 100% hat das Bike was gerade. Ich spüre das. Ich fahre schon mal rechts. Es kann sein, dass es gleich ausgeht. Dafür lege ich beide Beine ins Feuer. Ja, safe. Moped aus. Super! Ich wusste es. Ich hab's gerochen, Alter. Das ist jetzt ziemlich ungeil gerade, weil ich die Situation tatsächlich noch nie hatte. Was hast du? Ich sag, es ist die Batterie. Wie fix ich das jetzt in Britz Süd? Das ist ziemlich scheiße. Ich weiß ja. Ein Glück hatte ich damals mit 16 Jahren schon eine ältere Maschine und wusste, wie man ein Motorrad richtig anschiebt. Und das habe ich dann erstmal probiert, was auch erfolgreich war. So, Freunde, herzlich willkommen zu Papfi schmeißt sein Bike an. Mann, ein Glück bin ich Mechaniker. Der beste Mechaniker. 230 Kilo Maschine, Junge. Was ist? Alles gut. Sei die Kontrolle, Chat. Nachdem ich mich dann mit meinem Technik-Guru Defi getroffen hatte, den ich über Ronny und Knirps kennengelernt habe. Also um das nochmal kurz zu erklären. Defi ist quasi die Person, die den Server aufstellt. Das heißt, wenn quasi das Internet abkackt, dann kommen ja die Clips und das hat Defi alles eingerichtet. Und Defi gibt mir jetzt testweise ein Gerät mit dem wir noch besser, ja, basically die Streams, also die, das geht besser mit den Streamer brechen. Ja, hoffentlich. Ging's natürlich wieder weiter und ja, die nächste Anschiebung auf dem Aldi oder Edeka, was auch immer das war, Parkplatz wurde vollzogen. Für einen kurzen Rush. Du fängst an zu rennen, nimmst ein bisschen Geschwindigkeit auf, lässt die Kupplung kommen und gibst Gas. Boom, Digga! So läuft das. Das ist doch kein Problem. So. Richtiges Mic verbunden, Chat. Mic check. 1, 2, 1, 2. Kriege ich eine Antwort von euch? Let's see, I say's, ja, aber nur rechts. Was? Was hat Dizzy gesagt? Pro unterstrich für Zeiss nur auf einem Ohr. Nur auf einem Ohr? Ach nö. Hört ihr mich alle nur auf einem Ohr? Pro unterstrich für Zeiss links hören wir uns XD. Hab für eine Zeiss, man hört das vorlesen. Nelly unterstrich Sales yes. Oh nee, Mann, Sales, wir hören den Chat. Markus unterstrich Timo Sales, wir hören das jetzt auch. Okay. Ja gut, dann Moment, dann muss ich das nochmal kurz. Hat Sales OMG, das ist ja schrecklich. Nächsten Tag. Perfekt. Okay, wunderbar. We fixed it. Dankeschön, Defi. Willkommen. This is Jackass. Na, das war zu wenig. Bisschen Fahrt aufnehmen. Bisschen Gas. Nee. Fahrt aufnehmen. Und. Das ist immer wieder. Und als ich dann endlich auf dem Weg Richtung Heimat war und dachte, es ist alles okay, nahm der Horror, als die Dämmerung einsetzte, seinen Lauf. Während ich also mit, keine Ahnung, 110 Sachen von einer Autobahn auf die nächste fahren wollte... Wäre wirklich uncool jetzt, Moped. Wenn du jetzt abscheißt, dann bin ich unfassbar sauer. Hast du mich verstanden? Bitte nicht jetzt. Und wie, du hast nicht genug Sprit. Habe ich gemerkt, als ich auf die Abfahrt, was auch immer, abgebogen bin, dass wieder keine Gasannahme da war. Und ich wirklich gemerkt habe, die Batterie ist komplett schwach, die hält nicht mehr lang. Oh nein! Nein, ich habe keine Gasannahme mehr! Scheiße! Das war der Blinker! Ich schwöre, es war der Blinker. Ich hab wieder Gasannahme. Alles gut, ich hab's gefixt. Kein Standstreifen. Oder war da ein Standstreifen? Ich weiß nicht mal mehr. Aber es war schrecklich. In dem Moment ist ein bisschen panisch geworden. Und ab dann war das ein krasser Film. Und ich werde das jetzt komplett einmal durchlaufen lassen.
Das war, glaube ich, einer der dramatischsten Momente, die ich bis jetzt mit einem Motorrad so hatte. Also dramatische Musik, ab. Doch, es ist das Licht. Scheiße, ich kann doch nicht ohne Licht fahren. Ich muss blinken. Vielleicht ist die Lima im Eimer, das kann sein, ja. Ich musste blinken. Okay, ich mach mein Licht wieder an. Okay, Gasannahme wieder da. Alles gut, wir dürfen nur nicht aufhören zu fahren. Wir dürfen nur nicht aufhören zu fahren, okay? Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Wir befinden uns gerade in einer misslichen Situation, ja? Und diese Situation, naja, sie ist wirklich, wirklich misslich. Aber wir bleiben dran. Wir fixen das. Wir werden das reparieren, Chat. Und dann fahren wir bis ans Ende der Welt mit unserer Papine im Beifahrer. Alles gut. Jetzt bauen wir hier sogar noch mein USB-Kabel. Du willst mich doch ärgern. Guck mal, wie er mich anguckt. Haha, du kannst mich nicht laden. Du hast keinen Saft. Ja, natürlich. Weil du Arsch alles leer gemacht hast. Mann, für die paar Prozent Akku. Ey, Chat, solange wir einen Standstreifen haben, bin ich entspannt. Alles gut. Ihr Bodo Beggermann, rasender Reporter. Wissen Sie, alte Motorräder muss man pflegen. Werden sie nicht gepflegt, dann passieren Dinge, die einfach der Wahnsinn sind. Ihr Bodo Beggermann, sie stockt. Alles gut, wir bleiben drin. Wisst ihr, das Wichtigste ist, dass man aus schwierigen Situationen sich versucht, einen Vorteil zu verschaffen. Also, versuchen wir uns darüber im Klaren zu werden, was wir gerade tun. Wir fahren Motorrad. Okay, schreibt das alle mal in den Chat. Wir fahren Motorrad. Ja. Wenn wir so weiterfahren, in der Geschwindigkeit, Chat, dann schaffen wir es. Oh, oh, jetzt stotterst du ziemlich. Glupsi. Glupsi, wieso nimmst du gerade kein Gas mehr an? Oh nein, Glupsi. Ich muss wieder Licht ausmachen. Wenn ich Licht ausmache, geht's. Okay, jetzt kommt eine schwierige Etappe. Jetzt müssen wir Schwung mitnehmen, weil jetzt fahren wir über eine Brücke. Und das ist zweispurig, ohne Standstreifen. Okay, und wir fahren ab, wir blinken, Schulterblick, bam, raus. Und wir fahren ab. Jetzt die Situation. Wir fahren über die Brücke ist scheiße. Bitte nicht auf der Brücke. Glupschi, hör mir zu. Alles aber nicht auf der Brücke. Bitte. Glupschi, gut, fein machst du das. Fein machst du das. Gute Glupschi, durchhalten, durchhalten. Du bist ein großes Mädchen. Ein verdammt großes Mädchen. Sehr gut. Alles gut. Alles gut. So ist prima. Feine Glupschi. 7 in den Chat für Glupschi-Chat. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nach der Situation sind wir, glaube ich, safe. Nach der Situation sind wir safe. Allein jetzt könnten wir ausrollen lassen. Sehr gut, Glupschi. Schwierigste Etappe überstanden. Und sie hat Zug. Du bist eine geile Sau, Glupschi. 6. Gang, 5. Ich habe noch 5. Sehr gut, Chat. Weiter so. Weiter so. Wir nehmen den Schwung mit. Sehr, sehr gut. Ab jetzt kommt, glaube ich, nur noch Standstreifen. Also ab jetzt sind wir safe. Egal, was jetzt passiert, wir sind nicht in einer Gefahrensituation. Also dann schon in einer gewissen Art und Weise. Ich meine, klar, es kann immer was passieren. Aber Standstreifen, Bike abstellen und dahinter hüpfen, geht alles. Sehr, sehr gut. Blinker wieder aus. Jetzt wissen alle, dass wir abbiegen. Scheiße, bin ich jetzt richtig? Oh, ich hoffe, ich bin richtig, Digga. Aber es müsste. Ich glaube schon. Okay. Ja, wir haben Anzug. Geil. Mein Mopedchen, du bist eine geil. Oh. Licht ist an, Polizei. Nein, bitte nicht. Aber die fahren auf die Autobahn auf. Die können nicht umdrehen. Schnell weg. Ich habe kurz Licht ausgemacht. Und da kamen die Cops. Okay, alles gut. Nur nicht den Schwung verlieren. Nicht anhalten, nicht anhalten. Sehr gut. Einmal hupen. Fürs Feeling. Meine Hupe ist in... Meine Hupe geht nicht. Ich kann nicht mehr hupen. Hupe negativ. Wenn ich es nicht ausschalte, kann ich hupen. Okay, alles gut. Wir sind da. Ist das das? Ja. Das ist es, oder? Da stehen Motorräder, ja. Wir haben es geschafft, Chat. Wir haben es geschafft. Und siehe da, wir haben es geschafft. Ein Glück. Glupschi ist sicher nach Hause gekommen.
Und ich habe relativ schnell, als ich dann daheim war, auch rausgefunden, was das Problem war. Nämlich, wer hätte es gedacht, die Lichtmaschine. Ich dachte erst, was ist denn das für ein Kleber an diesem Kabel? Aber nee, es war tatsächlich komplett durchgeschmort. Ein Glück, dass mir das Ding nicht unterm Arsch angefangen hat zu brennen. Wenn euch sowas auch schon mal passiert ist, dann schreibt mir doch gern eure Erfahrung in die Kommentare und was ihr in so einem Fall gemacht habt. Ich bin auf jeden Fall natürlich für den Stream ein bisschen in Panik ausgebrochen und auf der Fahrt plötzlich musste ich das Licht ausmachen, damit sie genug Saft hatte, um fahren zu können und sonst war krass. Es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Jetzt sehr gerne ein Like auf dieses Video da lassen. Falls ihr es noch nicht getan habt, auch ein Abo. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.